Hallo wieder. Ich bin Marc und ich bin in Lissabon. Also unser schönes Schloss ist dort da oben, also wenn man es sehen kann. Und heute wir machen ein kleines Video. Das sind nur die 10 am wichtigsten Worten auf Portugiesisch für Touristen. Weil wenn man irgendwo hinfährt, man braucht immer ein paar Worte, ja? Also ich habe die 10 beste mitgenommen und jetzt wir machen das. Also dann klar, also wenn wir mit jemandem sprechen wollen, wir wollen immer also Entschuldigung sagen. Entschuldigung auf Portugiesisch ist Desculpa. Desculpa. Und dann, wir wollen eigentlich höflich sein und dann wir sagen immer bitte, kann ich das haben, bitte. Also bitte ist por favor. Por favor. Und dann wir haben danke. Danke ist obrigado. Obrigado. Also wenn man ein Mann ist, sagt man obrigado. Wenn man eine Frau ist, dann sagt man obrigada mit A am Ende. Ja? Obrigado, obrigada. Ja? Dann Nummer 4, wir haben klar, ja. Ja ist sim. Sim. Dann Nummer 4 ist, Entschuldigung, Nummer 5 ist nein. Nein ist não. Now, man spricht mir viel mit der Nase auf Portugiesisch, besonders wenn man in Portugal ist. Sie sprechen immer mit einer Nase, wieso? In Brasilien ist es ein bisschen anders, aber in Portugal ist es echt viel mit der Nase. Ja? Und dann, Nummer 6, also wir wollen immer sagen, also ich bin Amerikaner, also ich bin Deutscher, ich bin Tourist, also ich bin bla 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 bla. Also diese ich bin ist eu sou. Eu sou. Und dann, wenn wir etwas kaufen wollen oder wir wollen irgendwelche Dinge, wir sagen immer, ey, ich will. So, ich will das, ich will das. Ich will, auf Portugiesisch ist eu quero. Eu quero. Dann Nummer 8. Ja klar, wir wollen eigentlich Dinge hier kaufen, aber der Wein hier ist so billig, aber so gut. Und in Brasilien, also die Kinshasa ist echt gut und es ist echt billig. Aber wir wollen eigentlich wissen, wie viel kostet das? Und dann, wie viel kostet das auf Portugiesisch ist quanto custa? Quanto custa? Ja? Und dann, wir wollen eigentlich wissen, wo Dinge sind. So, Nummer 9 ist, wo ist? Wo ist auf Portugiesisch ist onde está? Onde está? Und dann, klar, so am wichtigsten Ding, die wir, also wir müssen eigentlich wissen, wo ist, also das Klo oder die Toiletten, das ist in Portugal, sagt man casa de banho. Casa de banho. In Brasilien sagt man banheiro. Banheiro. Naja, so unsere Top 10, so ein Top 10 auf Portugiesisch. So Nummer 1, Entschuldigung ist desculpa. Nummer 2, bitte ist por favor. 3, danke, obrigado oder obrigada. Das denkt man, wenn einer Mann eine Frau oder ein Mann ist. Dann Nummer 4, ja, sim. Dann, wir haben nein, nein ist não. Now, Nummer 6, ich bin, eu sou. Eu sou. Nummer 7, ich will, eu quero. Eu quero. Ja? Nummer 8, wie viel kostet das? Quanto custa? Nummer 9, wo ist? Onde está? Und dann Nummer 10, das Klo oder die Toiletten. Also in Portugal, Casa de Banho. In Brasilien, Banheiro. So, viel Spaß mit deiner Reise, wenn es für die also Weltmeisterschaft ist oder nur für einen Sommer in Brasilien oder in Rio oder hier in Lissabon. Es ist eine schöne Stadt hier und Brasilien ist auch echt toll. So, fahr hin, genieß es und dann vielleicht kann ich ein bisschen schauen. Oh, nee, warte mal, vielleicht kann ich ein bisschen hier. Das sind so Schloss dort. Dieser Alfama-Distrikt ist echt schön. Also, Lissabon ist eine echt schöne Stadt. So, gute Reise, wir sehen uns.